Hallo, heute möchte ich Ihnen gerne eine weitere Möglichkeit zeigen, wie man mit runden Risssteinen schöne Sachen erstellen kann. Ich habe hier gestaltete Borden mit vielen Möglichkeiten der Steineverarbeitung. Hier habe ich normale Steine genommen und die Blätter sind mit Glitzersteine. Das heißt, normale runde Steine und diese Glitzer-Sondersteine. Die Blätter sind mit diesen Glitzersteinen und drumherum ganz normale. Der Effekt sieht natürlich sehr schön aus, wenn die Blätter so schön glänzen. Hier bei den Entchen habe ich auch einfarbige Steinchen genommen und der Hintergrund habe ich zum Beispiel mit ganz viele gesammelte Steinchen in einer Farbe, also sprich hellblau, hier grau, hellblau, verschiedene Blautöne habe ich gesammelt aus den vielen Restern und habe diesen Hintergrund gestaltet. Das sieht natürlich auch sehr schön aus, als wäre es wirklicher Himmel. Aber Geschmackssache, ihm gefällt es auch nicht. Jeder gestaltet ja seins selbst. Hier habe ich die Vögelchen gemacht, kann man auch ganz farblich anders gestalten. Es ist für Kinder eine sehr tolle Sache, weil die lernen zählen, die lernen die Farben und haben sehr schnell ein Ergebnis, wenn Mutti an dem großen Bild sitzt, nebenbei. Kleine Tulpen, das kann man als Lesezeichen nehmen oder als Aufkleber für Dosen, Gläser, Schachteln, Wände, was auch immer. Sie sehen, schöne gestaltete Sache. Wie mache ich das? Ich nehme eine Blankovorlage und zähle nach Pixelvorlagen die Motive aus. Sehr mühevoll, sehr lang und mit vielen, vielen Anläufen. Hier sehen Sie meine Motive, welche ich schon erarbeitet habe, die man auch auf der Verlinkung unter meinem Video findet zum Kaufen, wenn Sie möchten. Ich mache auch gern Wunschmotive, wenn es machbar ist. Sie sehen, die Motive sind auf einem Blatt, was dann zum Abkleben der Steine vorbereitet ist. Wenn Sie dieses vor dem Painten machen Sie hier doppelseitiges Teppichklebeband drauf, dann painten Sie, dann fixieren Sie und dann können Sie das ausschneiden und als Aufkleber benutzen, wie Sie das gerne möchten. Hier kann man zum Beispiel auch den Hintergrund mit diesen gesammelten gemischten Farben machen oder man macht es einfarbig. Ist auch ein schönes Geschenk. Tut man sich einrahmen oder auf ein Brett machen und hat man ein Geschenk für jemanden. Hier Schmetterlinge, Katzen. Also ganz viele Motive. Hier sind zum Beispiel Smileys. Auch doppelseitiges Teppichklebeband hinten drauf. Ausschneiden haben Sie ganz viele kleine Aufkleber für die Kinder. Hier nochmal zum Schauen. Gucken wir mal, die Borden haben. Hier haben wir die Borte. Hier zum Beispiel, wo ich gesagt habe, sind die Vögel. Und hier sind die Entchen. Je nachdem, wie Sie die gestalten möchten. Wenn Sie längere Borte brauchen, lassen Sie hier die letzte Reihe weg und kleben das nächste Blatt dann hier drauf. Praktisch an die Ecke. So haben Sie dann eine zusammenhängende Borte, wo wenn Sie irgendwie eine Wand oder irgendwas Längeres bekleben wollen. Nochmal, letzte Reihe hier weglassen und die zweite Borte von der Sorte hier genau draufkleben. Wenn Sie bei mir kaufen wollen, können Sie auch zum Beispiel eine ganze Seite so eine Enden bekommen. Heißt, die können Sie alle hintereinander kleben und hätten eine längere Borte. Wie Sie das gerne möchten, einfach mir schreiben und fragen. Kostet ja nichts.
So, ja, wie gesagt, es ist eine tolle Sache, es macht Spaß und es kann man immer wieder neu gestalten und die Kinder haben echt was zu tun. Und natürlich die Erwachsenen auch. Also man kann das zum Beispiel auch auf eine Taschentuchbox kleben. Oder ich habe hier gestaltet eine Blechdose. Also wie gesagt, es gibt sehr viele Möglichkeiten, die Borden zu verarbeiten. Viel Spaß!